Hallo und willkommen zu meinem dritten Unbox-Video. Heute habe ich mal was Spezielles bei Bigardi bestellt, und zwar ein paar Zielscheiben. Besondere Zielscheiben, keine aus Papier, sondern aus Stahlblech. Ich habe mir ein paar Pepper Poppers für Airsoft IPSC bestellt und noch einen Timer von Medbull dazu. Und jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Ein Mini-Popper in der Größe 34-12 cm, also 34 cm lang, 12 cm breit. Die kosten 20 Euro pro Stück, da habe ich drei von geordert. Ich mache gleich nachher nochmal welche auf. So. Dann haben wir das gleiche nochmal in groß, 58 cm. Und 20 cm oder? Ja, und 20 cm breit. Davon habe ich auch drei. Die Dinger kosten 30 Euro pro Stück. Da habe ich auch dreimal von geordert. Ah, der dritte. Und dann habe ich als letztes eine Tüte Gummibärchen. Die habe ich nicht geordert, aber so dazu bekommen als kleines Bonbon. Und hier ist der IPSC Medbull Timer. So, ich packe das jetzt alles mal kurz aus und zeige euch mal, wie das so aussieht. Fangen wir mit dem kleinen Mini-Popper an. Mal gucken, wie man das hier aufkriegt. So. Der Ständer. Und hier ist das Teil. Ja, ich denke mal, ohne viel Anbauanleitung schätze ich mal ganz grob, dass das hier reinkommt. Ja, damit stellt man den Kippwiderstand ein. Dann wird das Ding hier eingehakt. Für einstellen die Empfindlichkeit. So sieht das Ding aus. Warte mal, dreh das mal. So, wenn ich jetzt dagegen schieße, kippt es um. Eigentlich im Endeffekt genau das gleiche. Und los. Los. Hier wieder der Ständer. Gleich. Wie gesagt, das Ding ist 58 cm hoch und 20 cm breit. Das ist hier. Und das ist auch hier eingehängt. Das ist schon ziemlich schwer, muss ich feststellen. Bin ich immer gespannt. Ob man das umschießen kann. So sieht das jetzt aus. Einmal gegengeschossen. Peng. So, und jetzt das nächste, der Medbull Timer. So sieht er aus. Der ist kombiniert mit einer kleinen Zielscheibe. Da gibt es einen Vorstart. Man kann Intervall einschalten, also wie ich das gelesen habe, zwischen 9, 6 und 3 Sekunden. Also ich drücke auf Start, der Timer geht los. Und je nach eingestellter Zeit, 9, 6 oder 3, fängt er an zu piepen. Und der Schütze kann schießen und die Zeit wird gleichzeitig gezählt. Und wenn man jetzt diesen kleinen Pepper Popper noch mit anschließt,
dann erfolgt der automatische Stopp, sobald diese letzte Schießscheibe getroffen worden ist. Man kann aber auch per Hand auf Stopp drücken. Pack das mal aus. Ja, das ist hier richtig eingeschweißt. Da. Also im Vergleich jetzt, zeige euch mal, wie dünn das Ding von Mad Bull ist. Wie groß. Im Vergleich zu dem kleinen Pepper Popper hier. Das ist der Stahl Pepper Popper. Das Blech, also ziemlich klein. Und auf Material kann man hier nicht so sehen, das ist hier wesentlich dünner. Ich denke mal, der wird ein paar Dellen abkriegen beim Schießen, obwohl das Ding hier eher stabiler ist. So, ich baue das kurz mal auf und dann testen wir das mal schnell. Die Ziele habe ich jetzt aufgebaut. Ich habe jetzt zweimal große Pepper Popper gewählt und in der Mitte die kleinen Pepper Popper von Begardi. Und rechts das türkise Gerät ist der Timer von Mad Bull und links daneben ist der Pepper Popper, der den Timer automatisch stoppt. Ich habe jetzt auf 7 Sekunden Startzeit eingestellt. Ich begebe mich auf 10 Meter Entfernung und schieße mit der Maroschin SIG P210. So, nun hat es funktioniert. Ich habe 2 Sekunden 48 gebraucht. So, das war es erstmal von meinem Unboxing. Ich werde dann irgendwann mal einen richtigen Parcours aufbauen und euch mal den Mad Bull Timer auch ein bisschen genauer zeigen. Aber bis dahin habt noch etwas Geduld, weil demnächst kommt erstmal mein Schießvideo für die SIG P210 raus. Vielen Dank, dass ihr das Video geguckt habt. Wenn ihr mögt, drückt auf Like oder drückt auf Abonnieren.